Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse. Und ich gehe heute mal wirklich auf das aktuelle Horoskop ein und um was es denn jetzt geht. Wir haben jetzt den 17. Mai heute und wir schauen uns einfach mal an, was haben wir denn für astrologische Tendenzen momentan? Denn es ist eine Zeit des Überschwangs, der überbordenden Energie. Aber es gibt immer so ein paar Pole zu berücksichtigen. Fangen wir einfach einmal mit der Energie an und warum es jetzt eine gute Zeit ist, trotz des momentan zumindest in Linz regnerischen Wetters. Also wir haben die Sonne ja im Stier stehen und die Sonne bildet gerade mit dem Glücksplaneten Jupiter eine Konjunktion. Und Jupiter steht ja natürlich dann auch im Stier und ist ja immer so ein bisschen ein Vergrößerer, also so immer so dieser Optimist. Und die Sonne im Stier steht ja eigentlich auch für körperliche Energie. Ja? Wenn man jetzt sagt, man vergrößert die körperliche Energie oder die Leibesfülle auch teilweise, ist das eine bisschen gefährliche Zeit, um womöglich zuzunehmen oder ein bisschen auch mit dem Essen zu übertreiben. Aber generell ist es auch so materielle Fülle, materieller Wohlstand. Man kann da auch auf dieser Ebene, wenn man nicht übertreibt, wirklich gute Geschäfte abschließen und gute Geschäfte oder auch gut auf gute Projekte und gute Geschäftsideen kommen. Und dieser Jupiter hat ja nicht nur mit der Sonne eine Konjunktion, sondern auch noch mit dem Liebesplaneten der Venus momentan. Also da flirtet man gerne, da übertreibt man es vielleicht auch ein bisschen gerne mit dem Flirten, aber es ist auf jeden Fall auch so eine Zeit der Sinnlichkeit durchaus. Also ob das jetzt ein körperlicher Genuss ist, ob das auch was Romantisches ist, also das ist auf jeden Fall eine Vergrößerung und das ist auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes ein Frühlingsgefühl, das sich da manifestieren kann und das man da jetzt auch sehr gerne auslebt. Also Lebenslust, Lebensfreude, Weichheit. Also das ist einfach sehr, sehr, sehr positiv zu bewerten. Wir haben auch ein Halbquadrat zwischen Jupiter und Mars. Und der Mars ist ja gerade im Widder. Und Mars ist immer so, ist einmal pure Kraft, pure Energie. Und Halbquadrat ist immer so ein bisschen so eine Frustrationskonstellation. Das heißt eben nicht übertreiben und auch nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, es sollte jetzt sofort sich etwas umsetzen, ungeduldig sein, das sollte jetzt passieren, das wäre jetzt so gut, das wäre jetzt ideal. Und du stößt aber gegen Grenzen dann, oder an Grenzen, dann geht es darum zu sagen, nimm dich bitte zurück und geh nicht mit dem Kopf durch die Wand. Denn diese Konstellation eignet sich enorm dazu, ja, wie gesagt, zu optimistisch, zu schnell, zu riskant, irgendetwas nach vorne treiben zu wollen. Und da geht es einfach darum, etwas gut zu planen. Wenn etwas da liegt und etwas aufgeht und sich etwas gut fügt, wunderbar. Aber immer ein bisschen mit Bedacht das auch machen. Aber die Energie grundsätzlich ist eine positive Schwingung. Das Halbquadrat zwischen Mars und Jupiter gilt dann natürlich auch für die Sonne. Und den Mars, und das ist eigentlich, ja, kann man sagen, dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht auch noch einmal nicht zu ungeduldig sein, nicht ruhig Blut bewahren und ja, geduldig eigentlich auch sein. Also vielleicht eine Lektion in Geduld wäre da auch ganz gut. Das heißt, eben nimm dich zurück, entspannen und nicht gleich immer alles vorantreiben oder ja, jetzt alle Schlachten gewinnen wollen, so quasi, die man so offen hat, oder alle Baustellen da jetzt beenden wollen, die man offen hat. Es ist eine sinnliche Zeit, eine Genusszeit. Gleichzeitig macht der Saturn, ne, der Saturn hat auch eine Opposition zum Mond zurzeit. Und Saturn ist ja so, ja, also der Mond steht in der Jungfrau, das heißt, da ist man eher realistischer, nüchterner, und der Saturn steht gegenüber im Fischezeichen, im träumerischen Zeichen. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, der Mond möchte vielleicht einmal Gefühle sortieren, möchte da auch eben, wie gesagt, realistisch bleiben, während man im Tun womöglich zu Flirts und Liebesträumen sich hinreißen lässt. Und der Saturn,
ermahnt eigentlich auch dazu, in der eigenen Wirklichkeit Klarheit zu schaffen. Das heißt, das ist jetzt etwas Inneres. Das, was ich vorher gesagt habe, ist was Äußeres. Ja, das ist Sinnlichkeit, Lebenslust. Außen hast du einfach, du kannst ein Foto von deinem Wochenende machen und sagen, hey, das war toll oder hey, da habe ich wen kennengelernt, das war nett. Oder ich habe mich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner getroffen, das war großartig. Und das ist jetzt so ein eine innere Konstellation, wo man sagt, okay, wo fühle ich mich denn unwohl? Wo habe ich denn eventuell Druckpunkte? Und wo kann ich mich auf das Innere verlassen, dass es gut wird, ja, und wo träume ich womöglich unrealistisch. Da geht es einfach darum, mit Saturn in Fische auch ganz realistische, das klingt jetzt wie ein Widerspruch, realistische Anforderungen an die eigene Spiritualität, ans eigene Gefühl zu haben. Dass man nämlich sagt, ja, nicht alles ist jetzt, lässt sich durch Licht und Liebe lösen, sondern für manches brauche ich konkrete Dinge, konkrete Vorgaben auch und konkrete Möglichkeiten. Also da muss ich was tun. Da geht es nicht mehr darum, nur zu träumen oder herum zu meditieren. Ein Beispiel wäre, die Wohnung ist dreckig, da kannst du meditieren, was du willst, der Staub wird nicht weggehen. Ja? Das ist einfach so der Punkt. Und da geht es darum, also was kann man wirklich jetzt durch Energetik, Spiritualität, durch neues Bewusstsein verändern und wo brauche ich wirklich konkrete Schritte dazu? Es ist allerdings natürlich mit dieser Jupiter-Frequenz eine schöne Bewusstheitsarbeit auch möglich, ja? Also auch von Optimismus getragen. Aber wie gesagt, wir haben diesen Saturn drauf und wir haben auch den Saturn am Merkur, der auch jetzt im Stier steht. Das heißt, das ist noch einmal, da ist ein Halbquadrat hin und Saturn-Merkur, das kann auch sein, dass man unter diesen Vorzeichen sich vielleicht ein bisschen verausgabt fühlt, ein bisschen müde fühlt, dass man das Gefühl hat, ich möchte mich eigentlich zurückziehen, auch wenn man sagt, es wäre eine gute Möglichkeit. Ja. Also das Leben würde sich jetzt abspielen im Außen, zum Beispiel du hast Einladungen zu, ich sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, eine Ausstellung oder ins Theater oder ins Kino oder zu einer Party, aber merkst eigentlich freut es mich nicht so, eigentlich wäre ich lieber daheim, dann ist das auch ein Impuls, den du einfach folgen solltest in dieser Zeit. Einfach so auch zur Ruhe kommen und dann eben auch nicht übertreiben, weil sonst ist das so ein bisschen so eine Konstellation, die dazu neigt, dass man sagt, okay, da gibt es einen Unfall, sage ich mal. Ja. Noch dazu kommt eben von den großen Playern der Uranus, der auch im Stier ist, und auch wir haben also Uranus, Jupiter und auch die Venus auf der Sonne drauf. Also stell dir das mal vor, was da für eine Energie zusammenkommt. Uranus ist ja ist ein bisschen so der manische, also das ist immer so dieses Aufbrausen der Energie, das plötzlich ändert, da will man was erleben, da darf es nicht langweilig werden, da können neue Visionen reinkommen und da kommen wirklich neue Bilder auch rein, noch einmal unter diesen Vorzeichen in bestehende Partnerschaften, in Geschäftsmodelle auch noch mal rein. Also denk auch an ans Materielle, denk da auch an deine Geschäftsideen, da hast du gute Ideen, da gibt es eine gute Fügung. Die Gefahr ist natürlich immer dieses Übertreiben. Das ist immer diese Übertreibung, zu viel des Guten, zu viel neu, zu viel auf einmal. Aber es ist eine spannende, aufregende Zeit, wo einfach ja, gute Sterne sind, eine gute Energie ist in der Romantik, im Geschäftsleben, in deiner Visionsarbeit. Also eine grandiose Zeit gerade und nutzt diese wahnsinnig positive Energie auf jeden Fall. Also der Uranus gibt da noch einmal richtig Stoff drauf und macht da richtig, richtig Energie hin. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist noch der Wohlbringer Neptun, der ja noch im Fischezeichen ist. Neptun so ein bisschen der, flapsig ausgedrückt, der kosmische Kiffer, also der etwas Unterspannte, alles ist gut, der Träumer, und der ist auch noch einmal im Sextil zur Sonne und auch im Sextil zu Jupiter. Und das bedeutet einfach für mich, dass man wirklich, dass es gut ist, dass es gut geht. Das ist auch noch einmal eine
am Ende ist es gut, Konstellation. Das heißt, das mindert die Gefahr der Übertreibung um einiges, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und jetzt kommen wir noch zum Bad Boy der Sterne, also dem Pluto, und schauen uns den einmal an. Der ist ja im Wassermann. Und wo baut der sich gerade auf? Und der Pluto macht tatsächlich auch ein Trigon auf die Sonne, ein 1,5 Quadrat auf den Mond, ein Quadrat zum Merkur, Quintil Mars, Trigon, Jupiter und ein 1,5 Quadrat zu Saturn. Also da ist wieder was los. Unglaublich, wie intensiv aufgeladen diese Zeit ist. Machen wir der Reihe nach. Also mit Trigon zur Sonne. Bedeutet einfach durch diese Ballung, die jetzt gerade wirklich die Sonne so drauf hat. Also diese Sonne ist dein Selbstausdruck, also das, was du machst, ja, wie du auch handelst. Also das ist einfach so die Sonne, ja, das, was von dir eigentlich auch in Erscheinung tritt, was man sieht. Und da ist Trigon drauf, Pluto, wo es wirklich darum geht, die eigenen Visionen und die eigenen Vorstellungen auch noch einmal zu transformieren. Das heißt, du hast positive Energie in deinen Geschäftsbildern, in deinen Partnerschaftsbildern, in deinen Körperwelten, auch in deiner materiellen Welt. Und da geht es noch einmal darum, jetzt negative Muster loszulassen, negatives Altes zu transformieren. Und das ist natürlich eine ganz, ganz grandiose Zeit, das jetzt auch anzugehen. Übrigens transformieren, ich hab einen Workshop in Linz, wo es darum geht, toxische Muster zu transformieren. Da laufen jetzt schon die Anmeldungen. Also wenn du dabei sein willst, schreib dich einfach ein. Der ist dann in circa einem Monat, 26. Juni in Linz. Ich blende jetzt eben mal ein Video dazu ein und Anmeldung ist natürlich in der Textbox drunter. Und da ist eben Pluto der Transformator. Also mit Trigon auf die Sonne, hervorragende Geschichte. Das 1,5 Quadrat zum Mond hin, das ist jetzt noch einmal das Festhalten an Alten. Also womöglich will man nicht so ganz loslassen und hängt in alten Ideen, in alten Beziehungen, in alten Gefühlen fest. Denkt sich, ah, ich sollte etwas festhalten, obwohl man schon weiß, ich sollte eigentlich weitergehen. Also das ist so der Aufruf zur Transformation und das kann natürlich zu einem gewissen Leidensdruck führen, wenn ich mir denke, ich habe da Menschen in meinem Leben, ich habe Geschäftsbeziehungen, die ich eigentlich loslassen sollte, aber halte trotzdem daran fest. Das Quadrat zwischen Pluto und Merkur, also der Merkur ist auch im Stier und Pluto ist ja im Wassermann, und dieses Quadrat ist schon so ein Spannungsbogen, der auf der einen Seite ja, viel Energie eigentlich auch wieder ein bisschen nach innen kehrt, ein bisschen so nach innen zieht und ein bisschen so transformiert. Das heißt, Merkur ist auch deine Beweglichkeit, sind zum Beispiel deine Gelenke. Ja? Ist alles, wenn du Maschinen bedienst, zum Beispiel, ganz konkret. Und da ist eben Pluto im Quadrat schon so eine gewisse Gefahr, wo man sagt, okay, ein bisschen aufpassen, nicht zu schnell, sondern immer wieder schauen, was geben denn meine persönlichen Reserven auch her? Also was gibt denn so, wie geschickt bin ich denn wirklich? Ja, sollte ich jetzt die Schlagbohrmaschine bedienen mit einer Hand oder nicht? Also ungefähr so. Also da einfach ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Aber im Prinzip, wie gesagt, steht das ganze Horoskop sehr, sehr positiv da. Und mit Jupiter, Pluto, Trigon ist natürlich auch so eine sehr spirituelle Komponente. Das heißt, ein Trigon, das wäre auch die gute spirituelle Vision oder eben auch die gute Vision, weil ja der Jupiter jetzt gerade im Stier steht, im Konkreten, im Materiellen. Da transformiere dein Leben jetzt. Jetzt schau dir deine Lebensbereiche an, was möchtest du geändert haben? Und da hast du eine super Zeit, einfach diese Intuition, diese Impulse reinzukriegen. Und das ist etwas ganz, ganz Fantastisches. Nutz bitte diese Zeit. Und ein kleiner Downer ist natürlich das Halbquadrat zwischen Saturn und dem Pluto.
Und das ist natürlich immer so eine Feststeckkonstellation. In dem Fall spielt sich es aber wirklich so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen im Ätherischen auch ab. Beziehungsweise, wenn man es jetzt so nimmt vom mitteleuropäischen und vom Häusersystem her, spielt sich das zur Zeit, wo ich das Horoskop gemacht habe, so ein bisschen im Begegnungssektor ab. Und ich weiß schon, die Häuser ändern sich mit der Zeit, das ist jetzt nicht das Thema, aber wenn man sich das jetzt anschaut, also von diesem Zeitpunkt aus, also heute 17.05., so gegen die Mittagszeit, und man schaut sich das an, dann wäre diese Konstellation feststecken in der Begegnung, und da halt einfach nicht zu sehr an wiederkehrenden Ideen fest, die du nicht umsetzen kannst oder die dich irgendwie blockieren, oder auf der anderen Seite auch an Menschen fest, wo immer wieder dasselbe rauskommt, die dich eigentlich nicht weiterbringen. Da bitte einfach ein bisschen genauer hinschauen. Das ist einfach so ein bisschen so eine Frustrationskonstellation dabei. Ich habe jetzt nur einen Teil angesprochen von diesem Horoskop, aber es sollte dir jetzt einfach mal ein Bild geben, was tut sich denn jetzt gerade aktuell, was tut sich denn jetzt übers längere Wochenende, das wirkt ja jetzt so mit, und nutze diese Zeit, nutze die Chancen, nutze vielleicht einen Feiertag, wenn du ihn hast, auch noch einmal dein Leben ein bisschen zu sortieren, für dich zu sortieren oder etwas zu erleben, Ereignishorizonte neu zu schaffen. Und das ist einfach die Einladung momentan, die kosmische Einladung, jetzt auf der einen Seite optimistisch, positiv rauszugehen und auf der anderen Seite auch optimistisch rein in dich zu gehen und eine gute Buchhaltung zu halten und Klarheit zu schaffen. Wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Was ist mir denn wichtig? Ich wünsche dir ein grandioses, längeres Wochenende, wenn du es hast. Und wenn du arbeitest, na dann viel Erfolg. Schaut ja gut aus vom Astrologischen her. Und eine gute Zeit mit deiner Familie, mit deinen Partnern. Und ja, mach's einfach gut und nutze jetzt diese wunderbar positive Energie. Muss ja nicht immer so dramatisch sein.